Jetzt kommt das weltbeste Sandwich. Aufpassen. Guten Morgen aus Reggio Calabria. Ich sehe den Ätna, ihr nicht. Irgendwo da hinten im Nebel. Also hier sieht's auch wieder ziemlich krass aus. Wir sind jetzt ziemlich weit unten. Wir sind fast am dicken Zeh von Italien angekommen und ich glaube, das reicht dann auch. Unterm Nagel klebt noch Dreck. Also, Aber hier ist man dann halt wieder in so einem größeren Ort, in einer Stadt, kann man sagen. Ja, und dann sieht das wieder ganz anders aus. Wir sind eigentlich hierher gekommen, weil wir waschen wollten. Wir haben auch eine Wäscherei hier gefunden. Aber wir haben auch noch eine andere gefunden und die liegt zwei Stunden weit weg. Die liegt zwei Stunden weit weg und da fahren wir jetzt hin. Da kriegen die Bewertungen auf Parkfortnite auch mehr Punkte. Also, da fahren wir jetzt hin. Ich zeige euch mal die Gegend hier. Oder besser gesagt, den Müll. Der Kühlschrank ist wieder voll und wir sehen jetzt gerade vor uns gibt es eine Tankstelle für 1,36 und den Sprit nehmen wir auch noch mit auf den Weg. Wir sind dann mal schnell duschen. Etwas südländischer. Aber Kosten 3 Euro pro Person, 2 Personen, Rabatt 5 Euro. Herrlich, frisch geduscht, Vanlife ist irgendwie Pizza. Vanlife ist doch irgendwie geil. Wenn es einem an einem Platz nicht gefällt, haut man einfach ab. Auch wenn wir jetzt auf der Raststätte sitzen, wenigstens riechen wir gut. und noch was Geiles. Als wir jetzt fertig geduscht haben, haben wir einen Anruf bekommen. Von den Jungs von Campania. Vielleicht kennt ihr die noch. Aus dem Video von der CMT. Die Fahrzeugvorstellung. Die Fahrzeugvorstellung von dem Campania. Und wir haben die Jungs jetzt als Partner auf dem Freiheitsmobile-Treffen dabei. Und da sind wir sehr froh darüber. Und der Christoph, der Gründer, der wird auch selbst vor Ort sein. Und der kann euch dann seine ganzen Abenteuer mit dem Campania
erzählen, die er schon erlebt hat, weil er fährt ja selbst und ihr auch könnt, Van. Und ihr könnt euch das Auto auch in live anschauen, also nicht nur Video, ihr könnt es anfassen, das ist ein cooles Auto. Ja, ich mag das total gerne, aber das, das darf die Betty jetzt nicht hören, sonst streikt die irgendwann unterwegs. Aber egal, auf jeden Fall, wir sind froh, Compagna als Partner fürs freiheitsmobile Treffen mit dabei zu haben. Wenn ihr noch kein Ticket habt, dann holt euch mal schnell eins, weil irgendwann gibt es keine mehr. Weil wenn wir Angst vor den Massen bekommen, die da antanzen wollen, dann hören wir auf, Tickets zu verkaufen. Also macht euch ran. Mhm. Im Juli, letztes Wochenende. In Luxemburg. Seid dabei. Coole Workshops. Wir sehen uns dort. Bis dann. Das scheint ja mal ein erfolgreicher Tag zu werden. Wir waren einkaufen, wir waren tanken, günstig tanken, wir waren duschen und jetzt haben wir gerade abgecheckt. Wir haben einen Waschsalon gefunden und der hat geöffnet und jetzt wird auch noch Wäsche gewaschen. Platz am Meer. Ja. Wir haben den Grill jetzt angeschmissen, weil hier, wo wir jetzt stehen, ist es richtig cool. Da kann man das machen. Ich habe übrigens auch jetzt herausgefunden, wo wir sind. Der Ort heißt Catanzaro. Catanzaro. Denkt man sich nichts Böses, man will schlafen gehen und Tascha glaubt, sie müsste jetzt mitten in der Nacht das Bett neu beziehen. Es ist nicht mitten in der Nacht, es ist 8 Uhr abends. Und ja, ich möchte das Bett neu beziehen, weil das andere stinkt. Überhaupt, wie viel Paar Bettwäsche nehmt ihr so mit auf Tour? Wir haben zwei.
So, nun zeige ich euch mal die coolste Art und Weise, eine Orange zu schälen. Man nehme feinstes Olivenöl, schüttet es da rein und tada, wir haben eine Kerze. Die zünden wir dann heute Abend an. Heute kochen wir ein typisch kalabresisches Gericht und zwar Pasta mit Duja. Das ist dieses wurstähnliche Ding. Besteht aus Schweineschmalz und Schweinespeck mit Peperoncini. Also das heißt, es ist ziemlich pikant. Und der nette Herr von jetzt gerade, der zeigt uns, wie man das macht. Voilà, Pasta à la Duja. Scharf, aber lecker. Guten Morgen. Wir hängen immer noch an unserem geilen Platz hier ab. In Catanzaro Lido. An unserem Privatstrand. Wir sind mit den ganzen Beachclubs, die uns mittlerweile hier gehören. Nee, Spaß, also die sind alle geschlossen. Aber die sind hier total viel am Arbeiten. Ich glaube, da geht es jetzt gleich los bei denen hier mit der Beachclub-Saison. Aber dann müssen die hier noch ein bisschen an... Ich glaube, dort sind wir hier nicht mehr gelitten. Ja, also wir haben uns jetzt hier 2 Tage festgesetzt und ich glaube, wir gehen dann jetzt auch, weil... Es wird Zeit, wir können nicht ewig hier bleiben, auch wenn es schön ist. Ja, was machen wir heute? Wir fahren einfach mal weiter. Wir verlassen Kalabrien. Und tun uns mal eine Strecke von 4 Stunden an, laut Navi. Gucken mal, auch weiterkommen. Gucken mal, was draus wird, ob wir heute Abend angekommen sind. Ja, weil mit den italienischen Straßen weiß man ja nie so genau, wie lange das dann immer dauert. Es soll Autobahnstrecke ein Teil sein, aber auch die ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Ja. Wo fahren wir hin? Wir haben im Inland einen Stellplatz gefunden, der liegt in zeig mal, Aliano. Ich scroll mal ein bisschen hier, könnt ihr das sehen? Nein, schlecht so. Dieser grüne Womo in der Mitte, da fahren wir heute hin und gucken dann mal, ob es schön da ist.
Also, jetzt trinken wir. Wir trinken Kaffee und dann hauen wir ab.